Moin Moin, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem. Das letzte Mal haben wir diese Mission eigentlich schon fast abgeschlossen und ich hätte fast den Geheimgang vergessen. Gut, dass ich da jetzt nochmal gesehen habe. Ach, die trägt deine Mitgliedskarte. Wobei mir jetzt gerade mal auffällt. Ich habe wenig Platz bei Melinus, kann das sein? Ja, ich habe sehr wenig Platz, aber 6 reichen. Ich kann ja wieder ein paar Items später weggeben. Ja, Eliwood habe ich jetzt trainiert. Bisschen. Er hat, glaube ich, jetzt 3 Kämpfe oder so gemacht, weil ich mir gedacht habe, na, ein bisschen Erfahrung will ich ihm offen halten, denn da ist nur eine Mission, wo ich ihn vielleicht brauchen kann. Und wir kriegen das Entwicklungsitem für den ersten Level 27. Nach Kapitel 27, genau genommen. Das erste gibt es in der nächsten Mission. Und da freue ich mich schon drauf, das wird wahrscheinlich Lin kriegen. Weil, ja, ich denke, Lin wird in der nächsten Mission ein bisschen mehr reißen können und dann auch in den folgenden. Da möchte ich sie dann schon mal wieder bereit haben. So, ja, Heath habe ich jetzt auf Level 20, der wird sich gleich erstmal entwickeln. Ja, Sarah hat ein bisschen mitgelevelt hier durch Heilen wie immer. Ansonsten habe ich nichts, außer ich habe. Einfach weil ich es konnte, habe ich Dart halt jetzt bis Level 5 fast gebracht. Aber einfach nur, weil ich Geld haben wollte. Es ist völlig unnötig, aber wir haben jetzt 40.000. Und in der 56. Runde, ich habe also ziemlich lange hier gebraucht. Wow, so lange hat das gedauert. Ist mir selbst gar nicht aufgefallen. Aber egal, 40.000, also das wird für den Rest des Spiels reichen. Geheim. Ozeansiegel, cool, könnte man. 50.000! Okay, jetzt verstehe ich, glaube ich, warum hier die Arena ist. Da könnte man echt ohne Ende Geld farmen. Kriegt auch Geiz. Und der ist, glaube ich, für die Arena ziemlich gut gemacht, auch eigentlich. Habe ich natürlich nicht ausprobiert, aber naja. Helle Bar gegen Kavallerie, Rittertod gegen Kavallerie, Langschwert gegen Kavallerie. Okay, unter die Panzersachen, aber brauche ich nicht. Nee. Sorry, aber den Kram brauche ich nicht. Schade. Egal, jetzt wollen wir doch erstmal Heath in Aktion erleben. Unseren neuen, gleich, Vivan-Lord. Mit dem Erzsiegel, weil ich noch keine Peitsche habe. Die kriegen wir erst in 26, glaube ich. Ich weiß nicht, spät. Deshalb habe ich lieber jetzt dann das Erzsiegel. Level 1, Vivan-Lord. Und da steigen die Werte. Oh ja. Ach, und er darf Schwerter benutzen. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht mehr, dass das auch... Ich dachte Äxte. Wieso Schwerter? Oh, ich hätte jetzt mit einer Axt gerechnet. Oder konnte halt das gleiche benutzen. Weil ich dachte, er unterscheidet sich irgendwie noch ein bisschen mehr von denen. Aber ich. Stimmt. Ich glaube, Pegasus-Ritter und Vivan-Ritter waren halt hier noch sehr, sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist halt, dass sie umgekehrte Verteidigungswerte haben. Also er hat die höhere Verteidigung, sie die höhere Resistenz. So. Dann stimme ich mal mit allen Einheiten vorwärts. So ein bisschen. Ich werde jetzt sowieso wahrscheinlich, weil ich es kann, Heath den ganzen Rest hier machen lassen. Aber das liegt zum Teil auch einfach mal jetzt daran, dass er halt noch auf Level 1 jetzt ist, wenn der Rest schon eigentlich alle auf Level 4 sind. Möchte ich hier nochmal mit irgendwem rein? Ach komm, ich stehe gerade hier. Kenneth, gehst du nochmal kurz da rein? Vielleicht gibt es da was Interessantes. Ich weiß nicht, Murdoch? Oder... Oh, nee. Hätte ja sein können. Ich wette, wenn ich mit irgendeiner bestimmten Einheit da reingehe, wird irgendwas Besonderes ausgelöst. Aber ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Wahrscheinlich habe ich die Einheit nicht mehr dabei. Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir wollen... Er bewegt sich nicht, glaube ich. Der rührt sich nicht vom Fleck. Wie weit kommst du? Das ist nicht weit. Nimmst du die Stahllanze und stellst dich da hin. Und ja, die beiden werden... Ach, Leichtschwert. Okay, der wird keinen Schaden machen. Rennt mal gegen diese Mauer an. Ich muss auch wirklich mal sagen, ein Vivan-Lord ist eine gute Alternative zu einem General, finde ich, weil der hat auch halt sehr hohe Verteidigung, ziemlich hohen Angriff. Und der Vorteil gegenüber eines Vivan-Lords gegenüber eines Generals ist natürlich, er kann sich deutlich besser bewegen und greift öfters auch mal zweimal an. Es ist nicht selten, dass ich immer wieder feststellen muss, am General stört mich, dass er tierisch langsam ist und sich dann dadurch meistens nur einmal angreifen kann. Das kann in manchen Situationen echt ungünstig sein. So, welchen willst du töten? Nimmst du den, der ist auf jeden Fall down. Und ich denke mal... Kennt? Oh nee, kennt hat's nicht nötig. Wer nimmt den anderen? Komm, Erk, du stehst gerade hier so schön. Nimmst du Feuer und fertig.
Zum Thema Einkaufen hatte ich ja gesagt, wollte ich vielleicht machen. Habe ich jetzt nicht so groß gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, noch eine Stahlaxt und eine Stahllanze geholt, weil ich mir gesagt habe, ja, da kannst du dir jeweils eins davon mitnehmen. Der entscheidende Punkt ist allerdings vielmehr, unser Lager ist wieder fast voll. Und wir haben auch wirklich mehr als genug Waffen. So, wie weit kommst du? Ach, bis zum Mauer. Okay. Und ihr beiden, also ich sehe jetzt schon, wie das gleich ablaufen wird. Ich werde mit Erk und Kenneth versuchen, ihn zu schwächen. Ihn hoffentlich nicht dabei platt machen. Und dann wird der gute Heath sich seine Erfahrungspunkte einheimsen und, naja, bei der Gelegenheit dann... Oh, one hit. Schön. Bei der Gelegenheit dann, noch ein Level aufsteigen. So ist der Plan und ich denke auch, so wird es passieren, denn ja, das wird auf jeden Fall ein Level up. So, das muss ich aber alles in derselben Runde jetzt am besten schaffen. 8, 11. Okay, da sieht man wieder, dass so ein Boss dann doch stärker ist. 12. Das wird nichts, das sehe ich doch jetzt schon. Meisterlanze. 50%, aber 20 Schaden. Das ist nicht übel. Das ist echt nicht ohne. Gefällt mir nicht. Dabei. Ich glaube, ich habe einen Plan. Das muss ich mal eben meine Einheiten rankarren. Brauche ich nämlich noch jemanden. Nämlich die gute Sarah. Die kann auch mit Magie angreifen. Dann werde ich mit drei Magiern angreifen. Das wird ihn ja wohl hoffentlich genug schwächen, dass er sich ihn dann mit Heath... mit der Meisterlanze am besten nochmal angreifen kann. Das sollte reichen, dass er drauf geht. Bin ich nicht vollgehalten? Nee, ne? Aber, ja gut. Mal sehen. Wie viel Schaden machst du denn so? Oh, du greifst zweimal an. Das sehe ich auch gerne. Und du triffst ziemlich gut. Also, man muss sagen, ich glaube echt, Sarah ist eine der besten Magierinnen im Spiel. Man hat sie ja vorher als Heilerin groß hoch trainiert. Und sie scheint auch einfach mal deutlich mehr Geschwindigkeit zu haben als die anderen beiden. Lass mal kurz sehen. Wo stehen denn deine Stats? 20, also Fähigkeit und Geschwindigkeit. Wir jetzt mal gucken. 15 und 20. Ja, 14 und 15. 18 und 13. Okay, sie ist auf jeden Fall die schnellste Magierin, die wir haben. Das ist gut. Wobei, es gibt eine Magierin, die schneller sein könnte. Das wäre Priscilla. Die berittene Heilerin. Wenn wir die getrainiert hätten. Aber wenn sie sich entwickelt, dann ist sie halt... Kann auch hier die... Anima-Magie benutzen und die Stäbe, so wie Erk. Und sie ist dann halt nur als berittene Einheit. Ist jetzt echt nicht so das, was ich unbedingt haben muss, aber... Ja, ist auch nicht verkehrt, denke ich mal. Betet! So viel Zeit will ich euch gewähren. All die üblen Taten, die ihr bis jetzt begangen habt. Bereut sie und beginnt den ewigen Schlaf. Ja, oder wir töten dich einfach. Das ist die Alternative. Und da Erk schon getroffen hat, sieht das doch recht gut aus. 75, da hätte ich jetzt sogar schon fast mit Mist gerechnet. Aber solange sie treffen, ist es doch gut. Nosferatu, 74. Ach komm, hau drauf! Aber triff bitte, Kenneth, ja? Dankeschön. So, wenn Sarah jetzt noch zweimal trifft, nimmt dann nochmal 18 Schaden. Und sie hatte ja 97. Ja, okay, der ist sowas von tot. Dann suche ich mir jetzt gleich nämlich bei Heath die Waffe raus, die am besten trifft und hau drauf. Einen Notfallplan habe ich nicht, falls er jetzt nicht trifft. Dann habe ich ein Problem. Meisterlanze 83, Stahllanze 83, Langspeer 78. Wieder so eine Stahllanze. Versau's nicht, Heath. Danke. Bei der Vorarbeit hättest du es doch echt nicht versauen dürfen. Ach, Linus. Lloyd hat dich noch gewarnt, uns nicht anzugreifen, aber du wolltest ja nicht hören und jetzt... Hast du ein großes Loch in deiner Brust oder wo immer er dich getroffen hat? Naja. Schade drum. Für dich. Haltet still, ihr seid schwer verletzt. Ja, ich glaube, das ist Heath Schuld. Ich habe verloren. Mein Bruder hat versucht, mich zu warnen. Ihr seid stark, zu stark. Aber so leicht lasse ich nicht vom Leben ab. Was? Ihr kommt mit mir. Eliwood? Was passiert da? Tut, was ihr tun müsst. Wie? Das habe ich jetzt auch gar nicht verstanden. Was habt ihr? Während des Kampfes ist mir etwas aufgefallen. Ihr gebt euer Bestes, die Bürger aus der Schlacht fernzuhalten. Natürlich, sie haben damit nichts zu tun. Ihr seid unser Ziel, nicht sie.
Ihr seid nicht böse, die Black Fang kämpfen ehrenhaft. Was wir im letzten Part auch erfahren haben. Es war wohl mal so eine Bande wie Robin Hood, nur dann kam irgendwer so ein Arschloch daher. Ich weiß nicht, Sonia wahrscheinlich war damit gemeint, ne? Warum also sind wir Feinde? Es ist eure Schuld, ihr seid böse. Jetzt kommt man nicht mit der philosophischen Frage wieder. wie? Das alles ergibt keinen Sinn. Das ist richtig. Sonia sagte, Vater, ihr wärt eine Bande von Kriminellen. Vater stimmte zu und ich gehorchte, aber... Sonia, ist das nicht die olle Hässliche da, die mir immer auf den Sack gehen will? Ja, das muss sie sein. Für den Moment werde ich mich zurückziehen. Wenn dies klargestellt ist, werde ich zurückkehren. Wir haben ihn am Leben gelassen? Oh, interessant. Kommt der nochmal vor? Ich weiß es gerade nicht mehr. Also, es wäre jetzt davon auszugehen. Dann wahrscheinlich in Kombination mit Lloyd nochmal. Okay, ich dachte, wir machen den jetzt platt. Ja, gut, dann eben nicht. Das war knapp. Vergebt mir, ich wollte wenigstens einmal mit ihm sprechen. Ja. Na gut. Denk nicht weiter darüber nach. Wenigstens haben wir etwas über unseren Gegner erfahren. Die Black Fang scheinen also noch sowas wie Ehre zu kennen. Ja, das ist interessant. Hätte ich mir auch gedacht, ne? Vielleicht werden sie tatsächlich nur von Nergal benutzt. Wir sollten mit Brandon Reed, ihrem Anführer, sprechen. Vielleicht finden wir eine Lösung, ohne einen weiteren Kampf ausfechten zu müssen. Ah, träum weiter, Lin. Das gefällt mir nicht, das hört sich nach einem schrecklichen Plan an. Inwiefern, Brandon Reed suchen oder nicht kämpfen? Lass uns zum Lager zurückkehren. Vielleicht haben wir Nachricht von Pent und den anderen erhalten. Ach ja, genau. Ich habe mir schon mal die Karte von der nächsten Mission angeguckt. Genaueres muss ich nochmal nachgucken. Eine Bonusmission gab es, glaube ich, nicht. Ich frage mich, was das jetzt sollte. Huch, wieso war Linda gerade noch im Bild? Ich muss mit meinem Bruder sprechen. Ich weiß nicht, ob es klug ist, dieser Frau zu trauen. What is this? Ach ja, ich erinnere mich, da war ja was. Wie? Du, niemals dachte ich, du... Nichts. Was? Der wilde Hund Linus, welch wundervolle Quintessenz. Verflucht, das war ein Fehltritt. Bruder, es tut mir leid. Ah, okay, nicht wir machen ihn platt, die machen sich jetzt gegenseitig da platt. Das ist gut zu wissen. Bist du wach? Dem Himmel sei Dank. Du, ich kenne dich. Aber sicher, wir haben uns schon viele Male gesehen. Aber ich glaube, ich habe dir meinen Namen noch nicht verraten. Ich bin Nino. Sonias Tochter. Was machst du da? Wie? Hast du das Gesetz der Fang vergessen? Opfere die Verwundeten, um die Starken zu retten. Ach, Jaffa. Das ist nicht nett. Ja, genau, das ist nicht nett. Ich war ohne Bewusstsein und alleine außerhalb unserer sicheren Hallen. Du hättest das Gesetz befolgen. Mich töten und entkommen sollen. Wieso? Sie hatte keinen Grund zu fliehen. Sie hätte dich einfach ins Haus schleifen können und dann da warten, bis du nicht mehr blutest oder so. Und doch hast du es nicht getan. Warum? Aber einen Kameraden sterben lassen, das hätte ich nicht tun können. Wobei ich jetzt gerade mal eine Frage stellen muss, die mir wahrscheinlich sowieso keiner beantworten kann. Wie alt soll Nino eigentlich sein? Ich meine, die wirken jetzt alle sonst so, ja, sagen wir mal zwischen 30 und 40. Nino hingegen wirkte immer mehr wie so ein Kind, ja, auch wirklich. Gut, sie sagt, also sie wäre Sonias Tochter, also muss sie ja schon ein Stückchen jünger sein, aber trotzdem. Wie alt soll die eigentlich sein? Sei nicht dumm. Yay, Free Hugs! Achso, doch nicht. Bewege dich nicht, stütze dich auf mich. Fass mich nicht an. Bewege dich nicht. So viel Blut, du blutest schon wieder. Was hast du eigentlich gemacht, Jafar, hä? Was soll ich nur tun? Es will nicht mehr aufhören. Bitte, stirb nicht, du darfst nicht sterben. Wer ist das eigentlich gerade? Ach, Lloyd, du bist ja auch noch da. Linus. Na, ich hab dich doch gewarnt. Warte auf mich, ich werde dir schon bald folgen. Das klingt nicht sehr optimistisch, wenn ich das so sagen darf. Und ihre Leichen werde ich dir als Geschenk darbringen. Okay, trotzdem, Leute, was ist das für eine Aussage? Ich werde dir bald folgen, ich gehe auch bald drauf. Hä?
Königliche Hoheit, seine Majestät, der König ist eingetroffen. Wo ist Zephiel? Euer Majestät, welche Freude, euch zu sehen. Welch glorreicher Tag, der uns die Gnade eurer Präsenz erleben lässt. Hör auf, so scheiße zu sprechen. Genug, ruf den Jungen. Euer Sohn übt sich in der Kunst der Falknerei. Ach, ja, okay. Ihr wusstet, dass ich kommen würde. Doch habt ihr ihn weggeschickt? Listig wie eh und je, Weib. Nun gut, dann muss ich mit euch Vorlieb nehmen. Noch 10 Tage bis zur Adoleszenzfeier. Ich kann dieses Wort immer noch nicht aussprechen. Des Jungen. Es bleibt mir darüber zu sprechen. Endlich. Wenn die Zeremonie vorüber ist, wird euer Sohn, der so lange ein Schattendasein fristen musste, endlich von allen als der legitime Thronerbe anerkannt werden. Wisst ihr denn, wie lange er sich schon auf diesen Tag freut? Lasst ab von euren Monierungen. Ihr und Zephiel, Königin und Thronerbe von Biran, habt niemals nach etwas verlangt. Wir sind hier in diesem Freihaus, während ihr im Palast lebt. Zusammen mit dieser Frau. Wem? Ihr seid sicher enttäuscht, da sie euch keinen Prinzen, sondern eine Prinzessin gebar. Helene, ihr geht zu weit. Mein Kind, das durch mich das edle Blut Etrurias in seinen Adern trägt, wird in 10 Tagen als der rechtmäßige Erbe des Throns ausgerufen. Egal, wie sehr ihr sie verhätscheln mögt, eure illegitime Tochter... Illegitim? Legitim kenne ich, aber illegitim ist mir auch neu. Tochter... Geneviève spricht man das aus, oder? Geneviève ist dazu bestimmt nicht mehr zu sein als ein Schatten von niederer Geburt. Es ist mein Sohn Zephiel, der dazu auserkoren ist, über Biran zu regieren. Mein Sohn Zephiel. Welche Freude es mir bereitet, diese Worte auszusprechen. Seid ihr damit fertig, euren Gedanken Ausdruck zu verleihen? Nun, auch ich habe etwas, das ihr euch anhören müsst. Was mag das wohl sein? Letzte Nacht wurde aus dem Palast das Fire Emblem von einem Übeltäter gestohlen. Was? Wir wissen doch noch nicht mal, wo das Ding ist. Das kann nicht sein. Wie boshaft ihr doch seid, eure Majestät. Sagt, wer würde ein solches Märchen glauben? Irgendwer bestimmt. Das Fire Emblem ist Pirans größter Nationalschatz. Kein Juwel dieser Welt kommt ihm gleich. Ein so schwer bewachtes Objekt zu stehlen ist unmöglich, oder etwa nicht? Unglücklicherweise spreche ich wahr. Nein. Ihr wisst um die Wichtigkeit des Fire Emblem. Es ist das Symbol des Thronerben, das Herz der Zeremonie. Ohne das Emblem muss ich die Zeremonie absagen. Nein! Das war euer Werk, nicht wahr? Wie könnt ihr Zephiel nur so verschmähen? Naja, wenn wir jetzt mal so bedenken, wie du die ganze Zeit hier sprichst, dass du eine ziemlich arrogante... Nein, das Wort sage ich jetzt nicht. Bist. Ja, doch, ich kann ihn verstehen. Er ist von eurem Blut. Er ist euer geliebter Sohn, oder etwa nicht? Ich hörte, Zephiel ist ein begabter Student, ein überwältigender Kämpfer, überragend in allem, worin er sich versucht. Und ich hörte auch, dass er beim Volk in hohem Ansehen steht. Ja, das ist wahr, jedes einzelne Wort, das ihr sagtet. Er ist ein würdiger Sohn. Ich war weder mit Büchern noch mit Klingen überragend. Was wollt ihr? Ich kann nicht sagen, dass mir die Herzen meiner Untertanen gehören. Zephiel und ich sind in allen Belangen grundsätzlich unterschiedlich. Es ist schwer zu glauben, dass er wirklich mein Sohn ist. Zephiel ist das Kind eurer Majestät. Euer Gnaden, ihr wisst, dass dies die Wahrheit ist. Meines oder nicht, ohne die Zeremonie wird er niemals als Thronfolger anerkannt werden. Merkt euch meine Worte und seid bereit, Weib. König Desmond, ach, der war das. Er ist euer Erbe, euer Sohn. Tja, Pech gehabt. Was soll ich nur tun? Ich bitte um Verzeihung, eure Hoheit. Ihr habt einen Besucher. Ich empfange jetzt niemanden. Schickt ihn fort. Eure Hoheit, ich... Schon in Ordnung. Du kannst gehen. Ich werde mich darum kümmern. Ja, Milady, wer ist denn das? Ach, ja klar, stimmt ja. Lady Helene, schon zu lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich bin es, Luise. Hallo, erkennst du mich nicht? Schade. Luise, seid ihr es wirklich? Scheinbar erkennt sie wirklich nicht.
Was ist los? Eure Augen sind gerötet. Es ist eine Schande, solche Schönheit von Tränen verunstaltet zu sehen. Es gibt da etwas. Ich... Wenn ihr es wünscht, werde ich gerne eure Sorgen anhören. Mein Ehemann ist hier bei mir. Ach, der ist auch noch da. Stimmt ja. Vielleicht kann er euch mit euren Problemen helfen. Lord Pent ist ebenfalls hier? Ich verstehe. Um ehrlich zu sein... Long story short. Oder was? Lord Pent... Ach, jetzt sind sie schon wieder bei uns. Mann, ihr seid ja auch schnell unterwegs. Es tut mir leid, dass wir euch warten ließen. Wie ist es euch so ergangen? Ich kann nicht behaupten, dass ich völlig versagt habe. Dennoch... Was meint ihr? Es gilt, eine Aufgabe zu erfüllen. Was wollt ihr damit schon wieder sagen? Königin Helene ist auf der Suche nach etwas. Wenn wir es für sie finden, wird sie unsere Bitte erfüllen? Geht es darum? Uns bleibt Zeit bis morgen. Bis zum Morgen des 10. Tages von heute an. Sag doch einfach nächste Woche Dienstag oder sowas. Was werdet ihr tun? Die Entscheidung liegt bei euch. Ja, das klang gerade nach, wir haben keine Wahl, denn wir suchen... Was suchen wir nochmal? Ich hab's vergessen. Ich glaube, wir suchen ein Schwert, oder? Ich habe da gerade nur irgendwas in Erinnerung, dass irgendwas mit dem Schwert kommt. Suchen wir das jetzt schon, oder was war das? Irgendwas suchen wir, so viel ist sicher. Sicherlich ist dies ein Test, den zu bestehen es uns bestimmt ist. Boah, Leute, sprecht mal normales Deutsch mit mir. Ah, wunderbar. Das passt doch gerade ganz gut, denn da können wir hier mal kurz Feierabend machen und, Schon wieder so viel Gelaber. In letzter Zeit gibt es so viele Dialoge. Was geht denn da ab? Naja. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. 26 Stunden spielen wir schon? Ach du Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Ciao.